Oh, danke. Ja. Hm. Das Dreckige ist... Ah, ich kann zum Hussar theoretisch weiterentwickeln. Weil ich kann halt kaum Einheiten ausbilden, wirklich. Ja, genau das wollte ich. Blech die ab. Was hast du denn vor? So viel zum Thema. Nur das wird noch ein bisschen einfacher. Verpiss dich mit deinem dummen Bock. Dann snipet er mir noch die... Die Sachen weg, der Miese. So, Großoffensive. Böhm, du hast jetzt ein Problem. Euch lasse ich... Euch, ihr kommt später dran. Zunächst kommt Böhm jetzt. So. Also. Wenn das kein geskripteter Angriff war, dann falle ich vom Glauben ab, ey. Ja komm, damit kommst du nix. Oh. Der Tag auf eine Tür, da auch hier unten, aber schon. Jungs, ihr sollt doch einfach nur.
Verzieh dich. Alter! So. Hallo Böhm. Jo, ciao. Ich möchte... Was möchte ich denn? Das einmal. Und... So, zur Not... spam ich sie mit Husan weg, ja. Haben wir schon öfters gesehen, dass es... effektiv ist. Jungs, ihr habt auch... was mit euren Türen? Moment, ich guck mal eben nach der Aufnahme. Alles klar, das ging doch eigentlich. Sacher Time. So. Alter, seid ihr dreist. Oh, hier ist sogar noch mehr Holz, was ich mir leisten, mir eben gönnen kann. Komm. Die Mangel triffst du auch noch mal eben. Nice. Wie? Achso. So, es geht doch.
Deutschland, was willst du jetzt schon wieder? Ui, ei. Deutschland kommt Polen, kommt Böhmen retten, aber reicht schon längst nicht. Jungs. Polen, ihr werdet als Letzte sterben. Ich habe zwar nur einen Dorfbewohner, zwei Dorfbewohner gebaut, aber schön, dass du das ins Meer gezählt hast. Und hi. Jetzt könnte es ein Massaker werden. Oder wir lassen die einfach so weit kiten. Dass denen das auch nichts mehr bringt. Ich hätte gerne hier oben auch noch einen Stall. Ja, jetzt wird zurückgedrückt. Oh! Jungs! Ich fass es nicht mit denen. So, mach die blickste Burg weg. What? Angeln sind überhaupt nicht OP. Wichser. So, ich hätte gerne Chevaliere. Und ich hätte gerne Mango Dice. Ich hätte gerne ein Holzfällerlager. Jungs, 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 bleibt doch mal hier. Dann stopp. So. Böhmen
weg. Ich muss unseren auch echt, also echt so zum Abfacken eher. Nicht, dass sie so wirklich schwer sind, aber. Es kommt halt echt einem richtig vor, als ob manche einfach nur abfacken wollen. Nix weiter. Nein, bleib nicht da stehen. Da. Ui. So viel habt ihr nicht mehr. Haltet mal rein. Bitte nach da. Entferne das mal. Oh, das ist doch schon mal ganz nett, was ihr macht. Hey. Oh, die enge Schreiben wir zu. Die deutsche Flagge ist erobert. Oh, nice. Easy. Also können wir jetzt alles runter in die Südfront, beziehungsweise das Ostfront. Dann schicken wir einfach alles runter zur Ostfront. Alles klar. Ihr braucht nicht nach dem Dorfzentrum noch gucken. Die bauen ernsthaft noch ein Dorfzentrum auf. Wie dreist. Komm, verschwendet eure Ressourcen. Ja, ist doch ruhig. Ich hab genügend. Ich krieg auch genügend. Also. Mein Problem ist es nicht. Die polnische Flagge ist erobert. Ich sollte. Wo ist die? Dammit. Ein kleines Geschwader kommt nochmal hier hin. Damit man diese Flagge stellen kann. Polen ist weg. Nice, Junge. Russa ist stärker wie zwei Handschwertkämpfer. Duell. Nice. Okay, ja. Müsste es nur noch die eine Flagge hier abholen. Dann war's das. Komm schon, Böhm.
Hab noch ein bisschen Spaß hier. Oh, ist schon alles weg. Oh. Da noch ein bisschen hin. Angriffe, ey. Fishing Band. Oh, ihr seid fertig mit Fischen. Gut für euch. Oh, die Hussan haben so eine göttliche Speerreichweite. Da ist noch ein polnischer Ritter. Da war ein polnischer Ritter. Ach komm. Jungs, hol die Flagge. Seit 15 Jahren sitzen wir in diesem Gebirge fest. Zeigt uns den Weg hinaus und wir werden uns eurem Heer anschließen. Gut, dass ich die jetzt finde. Och Mann. Alter, das sind Lisa alle. Alter. Die Viecher sind übelst gut. Och Mann, warum... Warum sehe ich das immer so spät erst? Oh Mann. Wir haben alle drei Flaggen erobert. Der Sieg ist unser. Yay, GG. Och Mann. Erstmal so schön Elite-Leitliste haben. Und die dann erstmal schön... überhaupt nicht finden, erst am Anfang. Hallo? Ich wollte gerade sagen, das wäre unfair gewesen, wenn ich jetzt keinen Sieg bekommen hätte. Die Ritter Europas kämpfen für sich, doch die Mongolen kämpfen als großes Ganzes. Mit schwerer Rüstung beladen waren die Polen und Deutschen nicht flink genug, unsere Pferde zu fangen. Immer wieder schossen wir unsere Feuerpfeile auf sie und entzogen uns ihrer Reichweite. Als die feindliche Kavallerie uns verfolgte, führten wir sie in einen Hinterhalt. Angekündigt wurde dieser Hinterhalt von der Nakara, einer gewaltigen Trommel, die auf dem Rücken eines Kamels in die Schlacht getragen wurde. An jenem Tag erklang die Nakara 100 Mal. Ui, das ist einiges. Jedem unserer Opfer schnitten wir ein Ohr ab. Am Ende des Tages trugen wir 9 mächtige Säcke voller Ohren zu Ugodei Khan. What the fuck, Jungs? Alles klar. Ja, 466 Einheiten getötet. Ja. Sonst auch nichts Besonderes. Einfach alles komplett überlegen. Nice. Hey, die waren schneller in der Imperialzeit. Mann. Völlig viel Gold, 2600. Ja. Sich gelohnt. Ja, mal eben kurz auf die Karte gucken. Hätte ich da was bekommen, wenn ich da was gefunden hätte? Ja, alles klar. Das war die Mission. Gut, dann geht's dann auch bald zur letzten Mission. Tja.